Hey Fans, hier ist der Gira Quick Tipp. Heute alle Infos zum Pokémon Go Community Day im März mit Sandan. Los geht's! Die Alola-Saison in Pokémon Go hat begonnen und passend dazu präsentiert uns Niantic den nächsten Community Day. Diesmal ist wieder ein Kanto-Pokémon im Spotlight, nämlich das Maus-Pokémon Sandan. Schon im Mai 2020 stand bei der Twitter-Abstimmung zum nächsten C-Day Sandan zur Auswahl, belegte aber leider den letzten Platz. Jetzt endlich, fast 2 Jahre später, bekommt das meiner Meinung nach beste Boden-Pokémon und mein liebstes Kanto-Pokémon endlich seine Chance. Am Sonntag, den 13. März, erscheint Sandan in rauen Mengen in der Wildnis. Außerdem spawnt zusätzlich Sandans Alola-Form mit den Typen Eis und Stahl, was dies zum ersten Community Day macht, der gleich 2 verschiedene Pokémon, wenn auch die gleiche Spezies, featuret. Sehen wir uns also an, wie wir alles aus diesem besonderen Community Day herausholen. Sandan war schon in vielen Events verfügbar und Alola-Sandan gab es lange Zeit aus 7-Kilometer-Eiern. Es wäre also möglich, dass ihr bereits gute Exemplare in der Box habt, um diese dann am Community Day zu entwickeln. Alternativ könnt ihr eure bisher gefangenen Sandan tauschen, um sie vielleicht im besten Fall zu einem Glücks-Pokémon zu machen oder sie direkt in einem Glückstausch zu tauschen. Für den Community Day braucht ihr freie Pokébox-Plätze, bestenfalls 500 bis 1000. Solltet ihr in einem Gebiet spielen, das mit vielen Pokestops und Spawnpunkten ausgestattet ist, solltet ihr in den 6 Stunden durchaus 500 bis 1000 Sandan und Alola Sandan fangen können. Dazu braucht ihr natürlich jede Menge Bälle. Die Fangquote ist für das Event wieder hochgesetzt, also sollte auch aus regulären Pokebällen kein Sandan entwischen. Der Bonus für diesen Community Day ist vierfache Brütgeschwindigkeit, das heißt Eier schlüpfen 4-mal so schnell wie sonst. Für ein 2-Kilometer-Ei braucht man dann also nur noch 500 Meter. Das kann man nutzen, indem man vorher zum Beispiel 10 und 12 Kilometer Eier sammelt und sie zu Eventbeginn in die Brutmaschinen wirft. Das Ausbrüten von Eiern gibt schönen Sternenstaub und EP und im besten Fall ein paar seltene Pokémon mit guten IV. Sandan und Alola-Sandan entwickeln sich beide mit 50 Bonbons zu Sandama bzw. Alola-Sandama. Um eure Bonbon-Ausbeute beim Fangen zu erhöhen, solltet ihr für diesen Tag also ein Pokémon Mega entwickeln, das den gleichen Typ wie Sandan oder Alola Sandan hat. In diesem Fall empfehle ich euch auf jeden Fall Mega Stalos. Der große Vorteil bei Stalos ist sein Stahl-Bodentyp, der gleich beide Arten von Sandan abdeckt, sozusagen 2 Fliegen mit einer Klappe. Für jeden erfolgreichen Fang gibt das Mega ein zusätzliches Bonbon. Paart ihr das mit Sananabären, gibt es pro Fang ganze 7 Bonbons. Auf XL-Bonbons hat das Mega leider keinen Effekt. Es ist aber auf jeden Fall möglich, an diesem Tag 296 XL-Bonbons zu farmen, um ein Sandama auf Level 50 zu bringen. Dazu solltet ihr vor allem die Sandan ab 900 WP aufwärts fangen. Diese haben eine höhere Chance, ein XL-Bonbon beim Fangen und beim Verschicken abzuwerfen. Es gab Sandan und auch Alola-Sandan bereits in ihrer Shiny-Variante. Trotzdem wird es bei vielen Spielern noch in der Sammlung fehlen, besonders das rare Alola-Sandan. Beide Shinies sind mega schön und sollten mit relativer Leichtigkeit innerhalb des Event-Zeitraums zu finden sein. Besonders Shiny Alola-Sandan hat es mir mit seinen Blautönen total angetan. Davon kann man gar nicht genug haben. Die Shiny-Chance wird voraussichtlich bei etwa 1 zu 25 liegen. Beide Sandama-Varianten erhalten jeweils eine neue Event-Attacke. Das Kanto-Sandama bekommt die Ladeattacke Nachthieb vom Typ Unlicht ins Arsenal. Leider tut diese Attacke nicht besonders viel für Sandama. Als Bodenangreifer ist es leider völlig unbrauchbar und wird von vielen deutlich besseren Boden-Pokémon wie Stalobor und Groudon in den Schatten gestellt. Auch im PvP ist es eher ein Nischen-Pick, obwohl es mit Lehmschuss einer der besten Energielieferanten im Spiel hat. In Kombination mit Nachthieb wird es ein richtiger Spammer und kann auch seinen eigenen Angriffswert ansteigen lassen. Solltet ihr eines ausbilden wollen, sind die optimalen Attacken Lehmschuss, Erdbeben und Nachthieb oder Felsgrab. Nachthieb macht es Sandama unter anderem möglich, das Verteidigungsdeoxys zu besiegen. Alola Sandama erhält im Gegensatz eine neue Sofortattacke, nämlich Dunkelklaue. Dunkelklaue ist eine der besten Sofortattacken im Spiel, tolle Energie für guten Schaden und sehr schnell einsetzbar. Allerdings hatte Alola Sandama bereits Pulverschnee mit identischen Werten und zusätzlich Step. Am Ende wird es durch Dunkelklaue nicht besser, aber etwas weniger berechenbar. So kann es jetzt zum Beispiel Echnatoll ausschalten.
Alola Sandama ist ein Super-Pokémon für Super- und besonders Hyperliga, wo es wenige Konter-User gibt und es mit seinem Stahltyp gute Resistenzen aufweist. Während des Community Days gibt es wieder Feldforschungsaufgaben, in diesem Fall fange 3 Sandan für Items und Begegnungen mit dem Pokémon. Die Sandan aus diesen Quests haben immer mindestens 10 IV in allen 3 Werten. Die Chance auf ein gutes Shiny aus diesen Quests ist also ziemlich hoch. Für 1 Euro gibt es wieder eine Community Day Spezialforschung, aus der auch Sandan und Bonbons kommen. Macht ihr an diesem Tag Schnappschüsse, gibt es bis zu 5 Sandan Fotobombs, um eure Fotomedaille voranzubringen. Außerdem gibt es im Shop wieder die Community Day Box, die 50 Hyperbälle, 3 Superbrutmaschinen, 5 Glückseier und eine Top-Lade-TM enthält. Lokmodule und Rauch halten an diesem Tag für 3 Stunden an, statt nur eine bzw. 1,5 Stunden. Da Rauch stark genervt wurde, sollte man sich bewegen, um alles aus dem Bonus herauszuholen. Statisch gibt Rauch leider nur noch alle 5 Minuten einen Spawn. Trotzdem ist er weiterhin stapelbar und macht es möglich, Rauch bis zu 24 Stunden zu stapeln und so auch nach Ende des C-Days weiter zu fangen. Mal etwas in eigener Sache, über 84% von euch sehen meine Videos an, ohne ein Abo zu haben. Ich freue mich über jeden einzelnen von euch, ein Klick auf den Abo-Button ist kostenlos und der beste Weg, den Kanal zu unterstützen. Durch euch kann ich weiter an den Videos arbeiten und euch regelmäßig mit neuem Content versorgen. Daher, wenn ihr häufiger hier seid, werdet Teil der kleinen Gira-Community. Damit habt ihr erstmal alle Infos zum März Community Day. Nutzt das Event, um eines der schönsten Pokés zu fangen, die es gibt, und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß und Erfolg. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Adios, Otragosso!